Ich starte dann. Also wer mich noch nicht kennt, ich denke, die meisten kennen mich. Ich bin die Rosemarie Kirner. Ich komme aus dem nördlichen Teil von Bayern und bin, ja, weil wir schon beim Jahresrückblick sind, seit Ende Mai Investor bei dieser fantastischen Transporttechnologie, die mich, ja, je mehr ich recherchiert habe, desto mehr hat mich das Ganze gefesselt. Und so habe ich mich damals dann auch bereit erklärt, eben diese Webinare zu sprechen, weil man damals ja alles nur in Russisch hatte und ich einfach dachte, diese geniale Chance soll auch uns Deutschsprachigen zur Verfügung gestellt werden. Und ich habe einfach dann mich entschieden, diese Webinare zu übernehmen. Das war der einzige Grund. Ursprünglich wollte ich wirklich nichts weiter als nur Investor zu sein. Gut. Wie sah denn das vergangene Jahr aus, dass dieser Mann, ja, der Verursacher dieser Technologie, sage ich jetzt mal, der seit fast 40 Jahren daran arbeitet, an seiner Vision, Anatoly Eduardowitsch Junitsky, für mich, wie man hier aus dem Bild gut erkennen kann, ein Visionär, er hält auch diese fantastische Zeitschrift in der Hand, die wir leider so schlecht bekommen. Viele möchten sie gerne haben, ich habe sie Gott sei Dank, aber man kriegt sie auch nicht über den Job im Moment. Da steht alles drin, was so im Moment so wichtig ist rund um die Technologie. Es gibt hier auch verschiedene Versionen. Diese besondere Persönlichkeit hat uns diese Transporttechnologie geschaffen, diese Idee verwirklicht. Und zwar hat man die Verwirklichung begonnen. Bereits 1977, 78 hat er angefangen mit der Entwicklung. 2014 hat man begonnen, das Ganze über Crowdfunding, diese Verwirklichung einfach aufzubauen, Gelder zu sammeln. Weil damals mussten die Investoren nur diese Vision kaufen. Sie mussten an ihn glauben. Sie hatten noch nichts. Man hat mit diesen Investorengeldern dann das Design entwickelt und 2015 hat man dann angefangen, das Ganze zu verwirklichen, das heißt auch zu bauen. Und zwar im August, September, glaube ich, glaube eher September, hat man angefangen mit dem Ökotechnopark, der ja dieses Jahr das Schlagwort schlechtweg ist. Man hat den Bau damit begonnen. Ich werde auch immer wieder mit der Frage konfrontiert, ja, in Google Maps sieht man nichts, gibt es denn diesen Park tatsächlich? Natürlich gibt es ihn. Ich habe Bilder irgendwo in meinem PC, wo eine Investorin, die ich persönlich kenne, dort ist, mit sich dort fotografieren hat lassen. Also ihr dürft mir glauben, diesen Park gibt's. Und wer sich selbst überzeugen möchte, kann ihn auch nächstes Jahr besuchen. Werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Wir befinden uns jetzt in der ganz heißen Phase, nämlich in der Endphase dieses Bauvorhabens, dieses Ökotechnoparks, der allerdings noch, die Endphase muss man eigentlich sagen, läuft bis 2018. Aber wir befinden uns in der Endphase vor der Realisierung, nämlich Demonstration und Zertifizierung werden wir heute alles hören. Und nächstes Jahr geht es dann eben in die Markteinführung, was nichts anderes heißt. Dann beginnt überall, wo das Interesse da ist, der Bau oder zumindest die Vorarbeiten für den Bau. Ja, ich habe ja eben gesagt, die Leute mussten 2014 noch in eine Vision investieren, denn dieses Schreiben hier ist die erste Anerkennung. Dafür hat Junitsky 15 Jahre ja gekämpft. Die Anerkennung als innovative Transporttechnologie beim Verkehrsministerium in Russland. Er hat dort im Februar ja, das Ganze ihnen nochmal deutlich gemacht, in stundenlanger Erklärung ihnen das nochmal dargestellt und erst im März diesen Jahres, man sieht es hier, 30. März diesen Jahres, ist dieses Dokument ausgestellt worden, dass es von Russland, vom Verkehrsministerium anerkannt wurde als ausführbare, innovative Technologie, die einfach Zukunft haben soll. So. Im April haben wir hier die ersten Bilder. Wir waren alle noch nicht dabei. Ich sowieso auch noch nicht. Das erste Ökofest in Marjana Gorka. Und zwar ist das eben
im Park dort, im Ökopark. Damals war noch nicht sehr viel da. Man hat die Bauphase begonnen, hier die ersten Bilder zusammengesucht, eben aus der Website von Unitsky. Wer das nachlesen will, kann es gerne machen. Am 23. April waren dort Teilnehmer aus fast 40 Ländern. Wir werden, wenn wir möchten, auch nächstes Jahr so ein Fest erleben dürfen. Der Termin ist noch nicht fix. Man spricht aber im Moment davon, eventuell 6., 7. Mai. Das möchte ich euch soweit schon mal verraten. Es ist aber noch nicht fix, soll aber jetzt im Januar fixiert werden. Und dann werden dort auch mehrere tausend Investoren wieder erwartet und dürfen sich das Ganze dann zum derzeitigen Stand ansehen. Bis dahin wird wahrscheinlich dann auch der erste Zertifizierungsprozess vom Unibike abgeschlossen sein. Ja, dann, wir haben es ja oft schon gehört, die schon einige Webinare von uns hörten. Australien ist das Thema schlichtweg. Warum ist Australien so ein Riesenthema? Es gab eine Investorin, die hat im September oder also im Herbst vergangenen Jahres, sprich 2015, den Rod Hook über LinkedIn kontaktiert, hat ihn immer wieder so lange bearbeitet, also ich glaube, das muss sogar noch vorher gewesen sein, und hat eben versucht, diese Technologie näher zu bringen und ihn dafür zu begeistern. Rod Hook ist ja eine besondere Persönlichkeit. Er war der ehemalige Verkehrsminister von Australien, ist aber zudem auch noch Transportunternehmer, hat sein eigenes großes Unternehmen. Und er hat sich dann irgendwann breitschlagen lassen von dieser Investorin, ist im vergangenen Jahr in den Ökopark, ist nach Minsk gereist, hat sich dort mit Unitsky getroffen und sich für diese Technologie begeistern lassen. Und dann natürlich angefangen, wo kann man das Ganze einsetzen, hat Gespräche geführt, hier zum Beispiel mit dem Vizekanzler Professor Colin Stirling, wegen der Flinders University. Wir haben es ja vielleicht schon gehört, diese University möchte erstmal 500 Meter bauen und dann später auf einen Kilometer das Ganze ausweiten, weil die haben diese besondere Herausforderung, dass sie auf 50 Meter Höhe hoch müssen. Das ganze Projekt ist schon fest geplant, wäre auch schon gestartet worden, hat sich aber jetzt verzögert, weil man noch ein großes Parkhaus und Geschäftshaus für die Studenten dort bauen möchte und wird deshalb verschoben auf 2018. Man sieht hier, man hat hier schon 13 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Also das war tatsächlich der Startschuss eben in dieses Projekt, die ersten Gespräche. Und man sagt auch, man möchte dieses dann als Vorzeigeprojekt nehmen. Das Ganze hat sich ein bisschen verändert, wie es halt so ist. Das Leben ist nur Veränderung. Hier am 15.06. habe ich die Info rausgeholt, war dann wieder ein Besuch aus Australien bei Unitsky im Ökopark. Man hat sich natürlich das Ganze nochmal angesehen. Es waren eben Vertreter vom Skyway-Projekt in Australien da. Entschuldigung, Rod Hook hat ja dort sich schon mit mehreren zusammengetan und so eine Vorfirma gegründet, die mittlerweile sogar in eine große Firma, eine richtige Unternehmensfirma umgewandelt wurde. Und der Besuch führte eben zur Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen Rod Hook und Anatoly Junitsky. Also das waren die ersten, ich sage jetzt mal, Gehversuche dieser Skyway-Technologie. 8. Juli, das war so langsam die Zeit, da habe ich angefangen mit dem Webinar zu arbeiten. Das war ein ziemlicher Zeitsprung dazwischen. Warum? Es ist tatsächlich nicht so sehr viel dazwischen passiert. Nur die Sache Australien und ein paar Baubilder. Aber in der Phase, als ich dazu kam, Ende Mai, dann Anfang Juli, da fing das Geschehen erst so richtig an, Wirklichkeit zu werden. Hier die ersten Bilder für die Zweifler, gibt es diesen Park wirklich? Diese Strecke, das sind die Pfeiler eben für die Unibike-Strecke. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich den Pfeil herbringe. Jawohl. Hier, das sind die Pfeiler für die Unibike-Strecke. Das sind natürlich die Ankerpfeiler, die gebaut werden. Hier kann man es auch schön sehen in der Realität. Also wir werden immer wieder mal solche Bilder sehen.
Hier natürlich laufende Routinearbeiten im Demonstrations- und Zertifikationszentrum von Skyway, das heißt eben Mariana Gorka. Dort fängt man natürlich an, die ganzen Ankerpfeiler zu bauen, die ja etwas kompakter sind, die die Zusteigemöglichkeit meistens sind oder später eben dann auch die Bahnhöfe bei größeren Projekten. Hier arbeitet man eben an den drei Strecken. Mittlere Strecke, das ist die Stadtstrecke oder Unibike-Strecke, die rechts außen, wer den Park noch im Kopf hat, es soll ja hier heraus soll dann die Highspeed-Strecke kommen und hier soll dann oder ist man eben schon dabei aktuell mit der Fracht- und Transportstrecke. Hier ein paar Neuigkeiten aus der Slowakei. Slowakei möchte ich dazu sagen, die werden heute noch ein bisschen auch was hören über Jomola. Die Slowakei gibt es extrem aktive Investoren, die das Projekt sehr unterstützen. Hier gibt es generell die meisten Investoren und die höchsten Investorensummen überhaupt in der Slowakei. Aber hier ist auch die Skyway-Delegation vor Ort gewesen. Man hat dort eine Präsentation gehalten von dieser Technologie beim Minister für Verkehr, also beim Verkehrsminister. Man hat eine Kooperationsvereinbarung geschlossen mit der slowakischen Technischen Universität. Der hat auch noch die Besonderheit, dass man dort eine Zusammenarbeit plant. Und zwar vor allen Dingen möchte man das Grundausbildungsprogramm der Studenten mit einbeziehen, man möchte diese Transporttechnologie dort ins Studium mit einbauen. Also das ist schon nicht ganz ohne, sage ich jetzt mal, was die da vorhaben. Aber ich finde es sehr interessant, es ist sehr fortschrittlich und ich finde die Idee wirklich gigantisch. Hier beginnen ebenso die im Ökopark die Arbeiten. Hier haben wir, wo mein Pfeil sich hier rumtümmelt, das ist eine Grube, da werden die Gebäude gebaut, eben fürs Frachttransportzentrum. Wir sind ja erst im Juli, also ihr könnt euch vorstellen, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter. Unten sieht man wieder diese Ankerpfeiler, wie sie eingebaut werden in den einzelnen Bereichen. Also gebaut wird an allen Ecken und Enden. Dann haben wir hier die Baustelle und die Werkstatt. Der Chefingenieur hat sich dort überzeugt, ob alles nach Plan verläuft. Ich meine, es ging ja Richtung InnoTrans. InnoTrans hat man ja überlegt, man musste ja irgendwie diese Fahrzeuge bauen, man musste ja irgendwas realisieren. Kein Mensch hat gedacht, dass die im Verborgenen so arbeiten. Und Junitzki überzeugt sich eben immer selbst von der ganzen Situation. Am 26.07. nahm Skyway dann bei einer Sitzung der Staatsduma in Russland teil, was auch immer das ist. Es hat irgendwie mit dem Verkehrsministerium, denke ich mal, zu tun. Es fand eine Sitzung des Verkehrsausschusses der Staatsduma eben bei der Russischen Föderation statt. Und um welches Thema ging es? Um Skyway für die Republik Krim. Also auch hier spricht man von Skyway. Dann kam es kurz danach dazu, dass diese Clever Russland ein neuer Informationspartner wurde von Skyway Group. Das ist einfach ein Internetportal, ein Informationsportal, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Wissenschaft und Kultur in Russland bekannt zu machen. Also man sieht, immer mehr Presse spielt eine Rolle. Hier am 1. August, zweiter Ankerpfeiler, ist schon kurz vor der Fertigstellung, ist ja wichtig dann auch, um das Ganze zu demonstrieren. Skyway und der Sport. Ja, auch die Sportler sind ganz gerne da und stellen sich zur Verfügung, um dieses Projekt bekannt zu machen, um dieses Projekt voranzutreiben und unterstützen Skyway. Hier eben die Kanufahrer. Wir werden noch jemanden kennenlernen. So, und dann geht es weiter, wie gesagt, Australien ist natürlich der Vorreiter für uns im Westen ganz, ganz wichtig.
Und Rod Hook ist eine Person, der mit Leib und Seele das Ganze unterstützt. Das durfte ich heraushören, als ich ihn in Berlin kennengelernt habe. Er hat hier eben diese Aurecon, diese Firma unterstützt, die immer in das Ganze, die ganze Abwicklung übernimmt für das Projekt in Flinders, das, wie gesagt, im Moment etwas hinten angestellt ist. Aber das heißt ja nicht, dass in Australien nichts passiert. Es gibt ja mittlerweile schon mehrere Projekte. So, dann kam es zur ersten Offline-Präsentation von Rod Hook. Er hat eben dort vor einzelnen lokalen Beamten und Vertretern in der Wirtschaft diese Technologie vorgestellt, hat ihnen dargestellt, dass das Ganze viel kostengünstiger ist, dass man eben hier mit ganz andere Bereiche abdecken kann und so weiter und vor allen Dingen umweltfreundlicher ist. Hier haben wir den Besuch beim Konstruktionsbüro der Firma SSAB. Was hat die für einen Hintergrund? Das ist die Firma, die den Stahl zur Verfügung stellt. Eine schwedische Firma. Sie ist der offizielle Lieferant eben für die Stahlprofile, wurde eben von Skyway arrangiert. Warum? Dort gibt es einfach den besten Stahl. Und hier wurden eben die Verträge abgeschlossen. Auch in Australien, wie gesagt, zahlreiche Presse. Eine davon ist der Advertiser. Warum habe ich das hier mit aufgenommen? Es gibt noch mehrere. Es gibt zahlreiche von Australien, also ganz Australien spricht mittlerweile schon von Skyway. Aber der Advertiser, den habe ich hier aufgenommen, weil eben Rod Hook dort ein Interview gegeben hat und eben über das Projekt gesprochen hat. Also immer mehr Presse, Russland, Australien und so weiter. Bald wird es auch bei uns so sein. Dann eine Skyway-Technologie-Präsentation bei der Stadtverwaltung Jundli. Da weiß ich zufällig auch den Hintergrund. Am 9. August war das. Die wollten eine Straßenbahn bauen und ja, Rod Hook hat sie davon überzeugt, dass es, wenn man das hier in die Straße so integrieren könnte, dass man hier Skyway viel mehr erreichen könnte. Es wäre kostengünstiger, man müsste nicht alles aufreißen und man könnte hier die Bäume ein bisschen ausschneiden und dann würde das auch wunderbar hier integrierbar sein. Also man sieht schon ein Projekt nach dem anderen, das von Interesse ist. Dann hier besucht der Generaldirektor wieder das Montagewerk. Er möchte einfach die Fortschritte feststellen. Hier geht schon wieder um die InnoTrans, um die Fahrzeuge. Läuft alles nach Plan. Kann man hier auch schön sehen. Er unterhält sich hier mit allen. Ganz interessant fand ich auch das hier damals. Skyway auf einer internationalen Business-Plattform für Start-ups und Investoren in der Schweiz, die in Mainz, weil ja immer wieder das Ganze so umstritten ist. Ja, es ist ein russisches, ja, Projekt und kann man denn den Russen trauen und bla bla bla. Ja, also hier sieht man, dass das Ganze tatsächlich auch international angenommen wird, so eine Plattform, da lässt man sich nicht ohne Grund eintragen. Und hier kam dann noch eben das Schreiben für die offizielle Einladung zur InnoTrans in Berlin, eben, das heißt, hier seinen Ausweis und so weiter. Dieses Event, das wirklich ausschlaggebend war für viele nachfolgende, ja, Veranstaltungen. Hier die ersten Lasertests im Ökotechnopark. Auch das ganz spannend, die Bilder hier, wie das gemessen wird, dass das ja alles gerade ist. Es muss ja funktionieren, weil wenn da irgendwas schief ist, dann kann die Bahn, gibt es vielleicht Schwierigkeiten, möchte man nicht. So, wer des Englischen mächtig ist, man hat uns dann informiert, dass es sogar ein Buch gibt über diese Stringtechnologie. Und zwar im Juli 2016 erschien das Buch von M. Olivine in New York auf Englisch, ABC Tricks. Wer die Daten möchte, schreibt einfach mich mal an. Man kann es bei
Amazon bestellen. Das ist jetzt keine Schleichwerbung für Amazon. Dafür wurden wir nämlich schon mal bezichtigt vor ein paar Monaten. Es gibt es einfach nur bei Amazon, ja. Und wer sich dafür interessiert, 119 Dollar, glaube ich, kostet es oder 7 oder 97 oder 87 €. So genau weiß ich es jetzt nicht, kann ich auch hier nicht lesen, spielt keine Rolle. Wer sich dafür interessiert, schreibt uns über den Chat an, dann stelle ich es einfach nochmal in den Chat hinein. Aber wie gesagt, es ist auf Englisch und wenn über eine Technologie schon ein Buch geschrieben wird, dann könnt ihr euch vorstellen, dann ist es nicht ganz von der Hand zu weisen. So, und hier unseren Oberleutnant, den Michael Kiritschenko, der Pressesprecher von Skyway, wieder in seinem Element. Die typische Handbewegung, die Faust. Ja, Skyway, sagt er da immer. Ja, es geht hier darum, dass das Skyway-Filmteam aus dem Werk der Firma Stroitech Prognes, das ist eine Bautech-Firma, zurückkehrt. Dort hat man gemeinsam mit den Mitarbeitern des Konstruktionsbüros den Produktionsprozess vom Regional- und Hochgeschwindigkeitsstrecken für Skyway erarbeitet. Also man sieht, die arbeiten schon mit diversen Firmen zusammen. Das Ganze wird natürlich nach und nach verwirklicht, aber es geht nicht von heute auf morgen. Nur glaub mir, da läuft sehr viel im Hintergrund ab, in Planung und in Gesprächen, wovon wir noch nicht mal was wissen. 31.8. die Fertigstellung der Betonarbeiten an der Skyway-Regionalbahnlinie im Ökotechnopark. Die ja jetzt, wo das Unibike eben sich dann auch bewegt hat. Immer wieder Bilder. Ja, hier haben wir wieder ein paar, ja, Enthusiasten, begeisterte Fans von Skyway, die sogar einen Gipfel, den Elbrus-Gipfel bestiegen haben, um dort die Skyway-Fahne anzubringen. Also man sieht's, nicht nur wir sind begeistert, die ganze Welt und vor allem dort eben sogar wieder ein paar Sportler, die sich hier bereit erklärt haben, Skyway in die Welt hinaus zu tragen. Hier wieder die Installation der Ankerpfeiler für die Unibike- und Mini-Unibus-Strecke, die wir ja brauchten am 29. November. Und hier wurden eben erfolgreich die Ankerpfeiler angebracht. Wichtig war, man wollte ausprobieren, das Ganze sollte nicht länger als einen Arbeitstag dauern. Tatsache war, dass sie sogar noch schneller fertig wurden. Sehr imposant, wenn man das so sieht, wie das Ganze sich darstellt. Also immer wieder neue Bilder aus dem Ökopark. Hier hat Skyway eine Skype-Konferenz. Hier treffen sich die Fachleute von Auricon mit den Fachleuten in Minsk. Das heißt mit den Leuten von Skyway Group. Man sieht hier links im Bildschirm Herrn Vavorin und sein Team und Junitsky eben bei der Skype-Konferenz mit Auricon, der australischen Firma. Skype macht es ja möglich, wir nutzen es ja auch täglich, um uns auszutauschen. Skyway als Alternative für Novosibirsk. In der akademischen Stadt Novosibirsk fand ein Forum zum Thema Novosibirsk, die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten statt. Hier wurde die Technologie eben auch präsentiert und besprochen, ob man das eben als Transportpilotprojekt umsetzen könnte bei der Universität. Ist mir zum Beispiel damals sogar entgangen, habe ich jetzt alles erst herausgefunden. Also an allen Ecken und Enden kann man sagen, Interesse. Skyway in Indien, ja, das war der erste Termin, sage ich jetzt mal am 14. September, traf sich der Generaldirektor Junitsky mit der Generaldirektorin der Schweizer Beratungsfirma Castor Consulting AG, Dorothea Jäger, und dem Vertreter der indischen Gemeinschaft in der Schweiz, ich sage jetzt nur Mr. Singh. Und da wurde eben diskutiert, Skyway anstelle von Seilbahnen in Gebirgsgeländen. Also auch hier, man sieht es auch in den Bergen, ein großes Thema Skyway, wer der Inder ist und wer die Dame der Schweiz ist, die Generaldirektorin, glaube ich, brauche ich nicht zeigen, ist klar erkennbar. So, und dann kommen wir schon zum Jahreshighlight überhaupt, denn diese Messe,
Diese Messe war ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein in die richtige Richtung, in die Bekanntwerdung. Und es war das Highlight des Jahres, wenn man jetzt mal vom 29. aussieht, von der Verwirklichung. Ja, die InnoTrans in Berlin, eine wichtige Messe, die ja Maßstäbe setzt im Transportbereich für die nächsten Jahrzehnte. Findet alle 2 Jahre statt. Dieses Jahr hat man Unibike, man sieht es unten im Bildschirm, und den Unibus, das 14-Personen-Fahrzeug, ja, dargestellt. Die Vertreter von ja, Siemens, die dachten, die haben da irgendwelche Pappdeckel, die sie da zur Verfügung stellen, die waren ganz platt, dass die damit ja, Prototypen vor Ort waren. Rechts im Bild sehen wir das Team. In der Mitte links haben wir Barborin. Ich versuche es mal nochmal darzustellen. Pfeil mag mich nicht. Jetzt habe ich ihn. Hier Barborin, auch die rechte Hand von Junitzki. Er musste ihn auch vertreten. Junitzki hat leider kein Visum bekommen. Hier, das müsste von Skyway Capital der Yevgeny sein, soviel ich weiß. Hier, den kennen wir, den Sibiryakov, der ja ständig unterwegs ist und uns die Filme zeigt. Ein Privatinvestor, der, ich glaube, mit ziemlich stark finanziell involviert ist, und sein Steckenpferd ist Skype. Und hier natürlich unseren Rothuk, der Junitzki zusammen mit Barborin glänzend vertreten hat. Ich durfte auch mit ihm sprechen. Beide Personen wirklich für mich. Ja, ich kenne auch die anderen persönlich von Jumola und so, aber die beiden sind wirklich die optimalen Vertreter. Und wie gesagt, er ist auch die rechte Hand von Junitzki. Hier unten nochmal die 2 Chefs, sage ich jetzt mal, von der Messe. Hier noch ein paar Bilder. Man sieht, also das sind die Beweisfotos, dass auch wir vor Ort waren. Hier die Doris mit meiner Wenigkeit, hier sprechen wir gerade mit Rothuk, versteckt da hinten ist der Tom, da vorne ist er etwas deutlicher. Hier den Michael, ist auch ein Phänomen, er macht seine Übersetzungsarbeit wirklich fantastisch, musste Schwerstarbeit leisten dort. Hier haben wir ausprobiert, wie es Unibike funktioniert. Wer damals das Webinar gesehen hat, der kennt ja diese Bilder schon. Und hier sind noch ein paar Miniaturausführungen. Eben von diesen Skyway-Fahrzeugen, die werden dann im Ökotechnopark rund herum an diesem Spezialzaun fahren. Hier sehen wir nochmal, wie das ja eigentlich immer ausgesehen hat, immer voll, immer viel Interesse. Und ja, es gab auch Interesse von ja, Spezialisten, zum Beispiel hier den amerikanischen Finanzexperte Chris Principe, Inhaber von Financial IT, und seiner neuen Zeitschrift Fin Future Magazine. Diese Fin Future Magazine ist eine ganz neue Zeitschrift, die er herausgebracht hat. Die hatte einen mehrseitigen Artikel geschrieben über die Skyway-Technologie. Er ist ein totaler Fan. Dieses YouTube-Video, ich habe es bewusst immer dieses Bild mit dem Hintergrund YouTube rein, kann man selber sich anschauen. Ich glaube, es ist sogar mittlerweile mit deutschen Untertiteln drin. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. In Englisch auf alle Fälle. Und er spricht auch ein sehr klares Englisch. Man kann ihn gut verstehen. Er spricht von The Next Internet im Finanzbereich. Und er sagt, diese Technologie wird allen Menschen wirklich finanziellen Vorteil bringen. In jeglicher Hinsicht. Rechts im Bild sehen wir dann die irische Delegation mit Michael eben, die interessieren sich dafür, dort in Irland zu einem ja, Touristenmonument die Bahn hochzubauen. Da müssen sie auf den Berg hoch, und die beobachten hier das Ganze schon längst und sind hier auch dran in zu verhandeln. So, die Folge dieser InnoTrans, und ich muss jetzt wirklich sagen, die Folge, denn die Einladung zu dieser Messe, Ausstellung Transport und Logistik in Minsk, ja, wie heißt so schön, der Bauer im eigenen Ort zählt am wenigsten, ist wirklich hier Wahrheit geworden. Diese Einladung zu dieser Messe kam erst durch diesen einschlägigen Erfolg bei der InnoTrans. Man sieht ja auch hier ein wesentlich größerer Stand, aber trotzdem alles voll. Großes Interesse, ja, hier auch
vom stellvertretenden Ministerpräsidenten der Republik Belarus, der Junitsky gefragt hat, wie kann ich Sie unterstützen bei Ihrem Projekt? Junitsky sagte nur, legt mir einfach keine Steine in den Weg, das genügt mir, wir sind im Plan. Also hier, man kann sie ja deutlich sehen, dass er zweimal eben mit ihm spricht. Danach, im Anschluss, war dann auch eine Folge, eine Spezialeinladung durch diesen einschlägigen Erfolg bei der InnoTrans am 11. bis 14. Oktober, war auch, das war alles in einer Woche, die Energy Expo in Minsk. Das ist, ja, hier sieht man links im Bild, der Energieminister der Republik Belarus, Weißrussland, besuchte Skyway-Stand und diese Ausstellung. Und rechts auch ganz interessant, der japanische Botschafter war vor Ort, hat sich überzeugt. Und soweit ich weiß, haben die sogar Junitsky eingeladen, jetzt im Januar zu einer Messe in Moskau. Aber sie werden sich auch, wenn sie dann in Moskau sein, dort in Minsk mit Junitsky sprechen und werden dann diesen, ja, dieses Unibike oder diese Trasse persönlich nochmal sich begutachten. Also auch die Japaner sind sehr interessiert. Ja, Rotuk ist auch nicht ohne geblieben. Er hat zeitgleich ja in Melbourne an einem Weltkongress der intelligenten Transportsysteme teilgenommen und hat dort die Skyway-Technologie dargestellt. Die fand statt vom 10. bis 14. Oktober. Viele haben es vielleicht gar nicht so gezielt mitbekommen, aber auch das ist natürlich ein Thema gewesen. Ja, auch alles zur selben Zeit. Ihr seht, da war richtig was los im Oktober. 13. 14. Oktober war dann das Umweltforum in Rom. Der Umweltminister von Italien war so begeistert, dass er damals sich geäußert hat, er möchte sich persönlich für die Umsetzung in Italien einsetzen. Also wir sehen das Interesse, egal wo wir hinkommen, überall da. So, und da durften wir dann wieder als Ländervertreter, ja, hier wir drei teilnehmen, nämlich am ersten internationalen Forum von Skyway Capital in Jurmula in der Nähe von Riga. Das ist in Lettland, wer das nicht weiß. Und zwar fand das statt am 22. bis 23. Oktober. Wir hatten ja danach dann auch ein Webinar, haben darüber berichtet. Die typische Handbewegung, die Faust Skyway. Ja, die meisten, die schon bei Events dabei sind, die kannten das. Also es war eine hochinteressante Veranstaltung. Da hat man uns natürlich von berichtet, den aktuellen Stand, was so geplant ist und so weiter. Ich habe hier ein paar Bilder zusammengestellt. Was für uns so spannend war, also wir hatten tatsächlich einen ziemlich hohen Stellenwert, denn wir saßen direkt hier. Hier sitzen die ganzen Baburiden, Yevgeni und hier Yevgeni, dann hier ist natürlich Mr. Maslow noch gewesen, hier die ganzen Skyway Capital Leute und gleich in der zweiten Reihe, etwas versteckt hier, saßen wir drei links im Bild. Wir haben gedacht, jetzt sind wir ein bisschen später dran, weil es ein paar Probleme gab, aber nein, sie hatten uns die Plätze reserviert. Man sieht sie auch schön unten auf dem Bild, hier, man kann es nicht lesen, aber hier steht Germany drauf. Und rechts daneben sitzt der Tom eben mit Switzerland. So, hier ein paar Bilder links im Bild. Wer ihn noch nicht kennt, das ist der Mr. Maslow, der für uns verantwortlich ist im deutschsprachigen Bereich, der vor kurzem auch mit mir da in Donaueschingen referiert hat. Hier haben wir wieder, oh Gott, legt mich nicht fest, wer er ist, das müsste Yevgeni sein. Und hier haben sie alle Rede und Antwort gestanden, die ganze Skyway Capital Gruppe, eben für die Fragen aus unseren Reihen. Teilweise muss ich sagen, waren es zwar Fragen, wo ich mich gefragt habe, aber es waren ein paar gute Fragen dabei, die uns alle auch interessiert haben. Aber wir haben ja hier schon ausführlich drüber berichtet. Und übrigens hier noch eine interessante Gruppe hier,
Zum Beispiel, das ist ein Expert aus Slowakei. Ich habe ja schon gesagt, ich komme noch mal zurück. Die Slowakei, die mit Abstand aktivste Gruppe überhaupt, also selbst aktiver wie die Russen, haben mit Abstand die meisten Investmentgelder gesammelt. Er ist einer der Experten und hier, man kann ihn nicht so gut erkennen auf dem Bild, ich konnte es nicht größer machen, ist der Top-Expert, der einzige momentan. Und er ist einer seiner drei Experten. Also die arbeiten hier richtig mit System, aber das ist auch ein anderes Land, andere Länder, andere Sitten. Aber er ist sehr sympathisch hier. Wir haben mit ihm dann auch noch Abend gegessen am letzten Tag. Ein ganz netter und er konnte uns einiges Interessantes erzählen. So, hier noch ein paar Bilder von Jurmula. Wie sieht das aus? Jetzt mal, ich habe es einfach mit eingebaut, weil mir einfach diese Bilder so gefallen. Ich habe das erste Mal gesehen, habe gesagt, das ist wie in Schweden bei Pippi Langstrumpf. Also so sieht es in etwa aus. Und wie ihr gut erkennen könnt, hier gibt es ein paar Monumente und hier gibt es sogar die Engel, die auf uns aufpassen. Ich fand dieses Baby hier so süß. Das von hinten habe ich mir erdreistet, es mit einzubauen. Also es war bei uns im Hotel und ich fand das einfach so süß. So, ja, und das Thema Sport hat uns wieder, nämlich mit dem stärksten Mann der Slowakei, jetzt haben wir sie schon wieder, die Slowaken, Adrian Kormoczki. Dieser, das ist ein Bodybuilder, Vize-Weltmeister in Bodybuilding, hat, glaube ich, jetzt im November oder so wieder eine Weltmeisterschaft gehabt, keine Ahnung, wie sie ausging, aber er ist begeistert von der Möglichkeit, das Unibike als Fitnesscenter umzubauen, das heißt, seine Fahrten auszunutzen, um dort drinnen Sport zu treiben, um sich fit zu halten. Und er hat auch scheinbar eine eigene Schule, macht auch Seminare und so weiter. Und er könnte sich das vorstellen, dass das dann mal integriert wird. Deshalb hat er sich hier vor Ort von Junitski hier das Ganze zeigen lassen und will eben das Ganze mit unterstützen, mit eigenen Ideen, wie man dann das Ganze umsetzen könnte. Hier eben mit seiner Braut, mit seiner Verlobten. 28.10. kam eine Delegation aus Tansania nach Minsk. Ja, was interessiert denn die Tansanianer? Die haben ähnlich wie, ich sage jetzt mal Australien, das gleiche Thema. Denn die haben, sind reich an natürlichen Ressourcen, sprich Zinn, Phosphate, Uran, Eisenerz, was auch immer, natürlich Edelsteine. Und das muss ja alles transportiert werden. Und die sind jetzt in der Situation, sie müssen irgendwie das Ganze wieder modernisieren, updaten. Und da bietet sich natürlich die Skyway-Technologie genauso gut an wie in Australien auch, die ja auch dieses Thema aufgreifen wollen und im Bereich eben ja, Transport das vorantreiben wollen. Dann kommen wir am 2.11. zur Vertragsunterzeichnung mit der Region Tscheljabinsk in Russland. Das ist einfach, da gibt es zwei Städte meiner Meinung nach, also soviel ich jetzt weiß, zwei Städte, die einfach eine Vereinbarung schon unterschrieben haben, dass sie bauen wollen. Jetzt gibt es aber aktuell auch schon Verhandlungen eben im größeren Stil, für eine größere Strecke, hat mir der André gestern mitgeteilt. 250 und 65 Kilometer, André, schreib mal bitte rein, ob ich richtig liege. Also es sollen zwei Strecken in Moskau jetzt geplant sein, hat er mir gestern noch mitgeteilt, mit 250 Kilometer und 65 Kilometer. Stimmt das, André? Schreib mal bitte rein. Okay, er hat es bestätigt, ich habe es gut im Kopf behalten. Also man sieht, in Russland passiert auch einiges. Also um jetzt auf den Punkt zu bringen, die neueste Info, die ich habe, Gelder werden gesammelt aus 120 Ländern, nicht mehr die Zahlen, die vielleicht zu lesen waren, und verhandelt wird derzeit mit 30 Ländern. Also das kann ich soweit schon mal in den Raum stellen. Hier nochmal die Stringgleise der Unibike-Strecke kurz vor der Fertigstellung. Wir hatten ja, lass mal meinen Pfeil hier weg verschwinden wieder, wir hatten ja am 29.11. dieses Highlight des Jahres, bei denen wir teils schon um 8 Uhr ja, an Periskope hingen und der liebe, wie heißt er wieder, mein Freund Sibiriakov, hoffentlich spreche ich es richtig aus,
versorgt uns ja immer ganz toll über Periskope mit den neuesten News, auch wenn wir kein Russisch verstehen. Bilder sprechen mehr als Worte. Und das war die, wir sagen bei uns hier, die Jungfernfahrt des Unibikes in der leeren Schiene. Ich habe dann von einigen gehört, oh, das hat aber ganz schön gepfiffen. Ich habe gedacht, das ist leer, das ist leise. Ja, wenn die Schiene mal voll fertig ist, dann wird das Ganze auch leise sein. Aber hier fand das Ganze auf der leeren Schiene, ohne diese Dämpfung der Spezialbetonen, ohne diesen String drinnen statt, mit einer Geschwindigkeit von bereits 60 Stundenkilometern. Hier den Ankerpfeilern und rechts im Bild den überglücklichen Herrn Junitzki, dass das Ganze so gelang. Jetzt, und wer war vertreten? Die ersten Gäste bei dieser Jungfernfahrt waren USA, nämlich aus dem Bundesstaat Houston, Israeli, es war lustig mit diesem Käppi, dann die Philippinen, die werden wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Russland natürlich, die sich ja stark interessieren, und Australien. Australien hat gleich gesagt, so Leute, wir haben eine Firma gegründet, wir wollen Nägel mit Köpfen machen, so, wie geht's weiter? Also die waren, und da gibt es ja auch einige Videos, die wir ja schon wieder in die Chats gestellt haben, mit Interviews von Aurecon. Ja, Australien ist ja die Firma Aurecon, die das Ganze eben verwirklichen wird. So, hier nochmal dazu, Australien, Philippinen. Wie gesagt, Junitzki wurde nach Australien für Anfang nächsten Jahres eingeladen, um die erste Teststrecke mit zu unterstützen, damit das realisiert werden kann. Und die Philippinen, die auch waren, die kämpfen mit demselben Problem. Jetzt haben wir schon wieder das gleiche Problem. Eben wie Australien, immer mehr Einwohner. Das ist ein Thema, das ist bei denen einzigartig. Dichterer Verkehr und natürlich Skyway ist für sie die Lösung. Man muss aber dazu sagen, die Philippinen, habe ich gehört, sollen angeblich auch noch diese ja, Röhrenbahn, wie heißt sie denn wieder? Sie war auch auf der Messe vertreten. Helft mir mal auf die Sprünge, wie heißt die Bahn, die in der Röhre ist, die von Tesla gebaut wurde. Also die wollen sie auch noch testen, aber meiner Meinung nach hat die keine Chance im Vergleich zu Skyway. Hyperloop, jawohl, mein Gott, wir sind ja hier ein absolutes Dreamteam. Also Hyperloop soll auch noch mit begutachtet werden. Entweder es, oder ich bringe es vielleicht auch durcheinander, es können auch die Inder sein, nee, Entschuldigung, die Inder prüfen noch die Hyperloop, nicht die Philippinen. Okay, aber wie gesagt, so viele Informationen hier in kürzester Zeit, ihr werdet es mir verzeihen, wenn ich das eine oder andere durcheinander bringe. So, im Anschluss an die erste Fahrt, das Highlight, nochmal zurück. Ich möchte euch natürlich jetzt nicht vorenthalten, noch einmal den Genuss dieser ersten Fahrt. Ich habe extra gekämpft. Ich hoffe jetzt, dass es funktioniert. Moment. So. Ja, super. Mag mich nicht. Hoffe, dass es mich jetzt mag. Naja, nicht mit 60 Stundenkilometern. Aber gut, das liegt einfach wahrscheinlich an der Übertragungsstärke. Okay, ich werde das Ganze jetzt abbrechen, weil ihr habt es ja schon gesehen, wenn nicht, ihr dürft es bewundern. Es läuft leider nicht zügig durch. Ich konnte es nicht über YouTube, das ist mal wieder blockiert. Deshalb habt ihr auch heute keine Filmchen sehen dürfen im Vorfeld. Ja, super. Ja, super. Es mag mich heute überhaupt nicht. Also die Technik ist so das Thema bei diesem Webinar-Tool. Aber wie gesagt, wir haben es ja alle schon erlebt. Und ja, ich hoffe mal, dass es weitergeht, dass ihr...
ob von Dubai nach Abu Dhabi gebaut wird. Also es gibt mehrere Strecken, die in der Planung sind. Aber ich gebe hier in den Webinar nur bekannt, was ich hundertprozentig weiß. Ja, und wo einfach schon aktuell dran gearbeitet wird. Es gibt noch viel mehr Strecken, die in der Planung sind, wo Gespräche geführt werden und so weiter. So, das Ganze wurde dann, wie gesagt, Schlag auf Schlag weitergeführt mit der Messe Transport of Russia. Ja, auch hier haben zahlreiche Vertreter der Medien sich dafür interessiert, hier die ganze Aufmerksamkeit erteilt, mehrere TV-Sender und relevante Publikationen beabsichtigen hier Artikel und Berichte über die Stringtransporttechnologie zu veröffentlichen. Hier rechts unten im Bild ist einer eben, der gehört dazu. Hier wieder mit Sibiryakov oben im Bild. Ich habe hier noch was dazu zu dem Thema Messe, nämlich der Gouverneur der Region Sergei Morozov. Wie heißt Ulyanovsk? Also bitte, ich kann doch kein Russisch. War begeistert. Er sagte, dass das, was er sieht, ist tatsächlich ein innovatives Konzept und eine mögliche Lösung für für die Klärung vieler Probleme, die man derzeit hat im Umwelt- und Transportwesen. Dann war auch rechts unten im Bild, nein, nicht er ist es, hier. Ich habe extra gegoogelt, damit ich euch nichts Falsches erzähle. Der Verkehrsminister der Russischen Föderation, Maxim Sokolow, sowie der stellvertretende Leiter der Eisenbahn-Bundesverkehrsbehörde, das müsste jetzt er hier sein, Igor Mitsuk, sie waren Besucher des Kaibe-Ausstellungsstandes und auch sie waren interessiert, vor allem wegen der niedrigen Baukosten und Kosten generell und der Umweltfreundlichkeit. Also man sieht schon, es geht bei uns nicht darum, wie sieht's aus, lässt sich das Ganze verwirklichen, ist Interesse da, es geht einfach nur um die Zeit, die wir abwarten müssen, bis es verwirklicht wird. Das muss natürlich geplant, durchdacht und Schritt für Schritt erarbeitet werden. Aktuell am 1.12. fanden dann zeitgleich im Ökotechnopark die ersten Fahrtests statt, die ja wichtig sind als Info-Lieferanten, ob die Verkehrsleistung passt, für die Beschleunigung, für die maximal zulässige Nutzlast, automatische Sicherheitssysteme, Steuerung, Kommunikation und so weiter. Das ganze technische Drumherum muss ja getestet werden. Hier in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch erwähnen, warum hat man die Jungfernfahrt in der leeren Schiene gemacht? Ganz einfach, weil das Befüllen der Schiene, das gehört auch zum Zertifizierungsprozess dazu. Man muss ja erarbeiten, man muss alles dokumentieren und deshalb hat man die erste Fahrt eben gemacht mit der leeren Schiene und beginnt eben mit dem Befüllen und so weiter auch hier diesen Zertifizierungsprozess, der für das Unibike im Frühjahr abgeschlossen werden soll. Also auch, man will dann nächstes Jahr in Australien zum Beispiel zum Thema Zertifizierung auch die Transporttechnologie in Australien schon Zertifizierung, das ist für Herbst geplant, weil das wird ein Schwerpunkt sein in Australien auch. Und ich habe mir sagen lassen, das ist alles ziemlich komplex, aber soll trotzdem noch einfacher sein wie eben der Personenverkehr. Deshalb beginnt man mit diesen Möglichkeiten. So, Skyway steuert in die letzte Phase der Zertifizierung, nämlich Anfang Dezember hat das Konstruktionsbüro mit das Scientific and Technical Center Research Institute, oh Gott, Gor Elektrotransporter, mein Gott, einen Kooperationsvertrag geschlossen im Rahmen des Zertifizierungsprozesses. Also das heißt nichts anderes. Die führen die Zertifizierungsarbeiten zusammen mit Unitsky durch, weil dazu braucht man eine Firma. Das kann ja nicht alles Unitsky selber machen, sondern dazu braucht man ja Profis und da haben sie eben diesen Vertrag mit dieser Firma abgeschlossen. So, ja, die internationale Business
Zeitung Seja in Litauen veröffentlichte auch einen Artikel, also wieder Presse, über die belarussische Transportwoche im Oktober, das heißt über diese Messe. Sehe ich mal den Pfeil wieder weg. Dann gab es natürlich auch noch weitere Besuche in Minsk. Eine internationale Delegation, zusammengesetzt aus den Vertretern von Unternehmen aus Indien. Also wie gesagt, ja, korrigiere mich, die Inder interessieren sich auch noch für Hyperloop, wobei ich nicht glaube, dass das bevorzugt wird, weil es viel teurer ist, viel gefährlicher. Dann eine Eskorte aus der Schweiz, Beamten der Gemeinden Esurum und Corum der Türkischen Republik. Da habe ich mittlerweile auch schon gehört, auch die türkische Regierung ist mittlerweile schon involviert, ist stark interessiert an Skyway. Das hier sind ja zwei einzelne Städte. Dann eine Reihe von wichtigen Investoren, die eben an der Entwicklung generell interessiert sind. Und dem Präsident der Akademie der Wissenschaften in einer der russischen Regionen und dem Vertreter der Behörden des Mahiljou der Republik Belarus. Also wenn ich es falsch ausgesprochen habe, ich bin unschuldig. Und den Korrespondenten aus mehreren belarussischen Medien. Also ihr seht, das Interesse ist da. Ein Besuch nach den anderen ist geplant. Und alle wollen sich das natürlich live ansehen. Hier nochmal zum Thema Wirtschaftskreise aus Indien. Indien interessiert sich vor allem für die Smart Solution. Warum? Weil 30% des produzierten Stromes werden in den Städten verbraucht und die Energieeffizienz von Skyway, sprich von der Fortbewegung und dass man so wenig Energie dafür benötigt, könnte natürlich hier maßgeblich die Situation verändern. Deshalb hat die indische Regierung bereits eine Liste von 20 Top-Städten zusammengestellt, die an diesem Programm teilnehmen möchten. Voraussichtliche Planung für die nächsten 15 Jahre, 1,1 Milliarden US-Dollar sollen investiert werden. Wer in unseren Chats dabei ist, hat mitbekommen, Tom hat es ja letzthin einen Kommentar mit reingeschrieben, ein Externer, der nichts damit zu tun hat, hat diese Aussage bestätigt, dass dieser Minister tatsächlich das Sagen hat dort in Indien. Und dieser Minister hat seine Zustimmung für diese ganze Projektreihe schon gegeben. Und zwar eben für den städtischen Passagier- und Frachtverkehr. Also, okay. Dann am 21.12. war eine weitere Delegation in Minsk, nämlich der Vorsitzende des Mogilew-Exekutivkomitees Alexander Potemkin und der Vorsitzende des Mogilew-Veteranenrates Fjodor Matkov. Puh, mein Gott, das waren die letzten Gäste. Fragt mich bitte nicht, was genau oder welche Aufgabe die haben, aber vielleicht kann der Andrei uns weiterhelfen. Es hört sich ziemlich russisch an. Also ich denke mal, es sind russische Delegationen, oder? Andrei, vielleicht kannst du es kurz reinschreiben. Ich konnte das auf die Schnelle nicht mehr herausfinden. Aber ich denke mal, dass es hier um russische Delegationen halt. Ja, Andrei hat es bestätigt. Und ich komme hier nur ganz kurz noch auf die Cargo-Strecke. Bei Skyway im Ökopark haben die Bauarbeiten auf dem Abschnitt der Cargostrecke der Güterbahn gestartet. Hier installieren ja die Spezialisten augenblicklich die Ankerstützen. Das Cargosystem hat ziemliche Herausforderungen, weil man muss ja hier einiges kombinieren, nämlich Be- und Entladeterminals, Produktionsanlagen und das Ganze ist ziemlich komplex. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, die ich hier stehen habe. Ich glaube, das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist einfach, dass das Ganze ein bisschen umfangreicher ist und dass diese Arbeiten jetzt begonnen haben. Ah ja, der andere schreibt, das sind Akademiker aus Moskau. Gut, die sich dafür interessiert haben, gerade die Herren da vom 21.
So, im Großen und Ganzen bin ich so ziemlich am Ende. Der Zertifizierungsprozess, wie gesagt, ist schon im Gange. Dazu kam der Besuch aus St. Petersburg. Scheinbar ist die Zertifizierungsfirma aus St. Petersburg. Die Vertreter des Forschungs- und Bildungszentrums der Standardisierung, Zertifizierung und Ausbildung System, oh Gott, FGAOU in der St. Petersburg Polytechnic University, Peter der Große, wurde in Minsk dazu empfangen. Also das sind im Prinzip die Leute, die sich um das Thema kümmern, Zertifizierung im Normung, Zertifizierung, Konfirmationsbewertung und Zertifizierung von Qualität bei Ausrüstung, Produkte und, und. Und die haben sich dort eben detailliert mit dieser Technologie vertraut gemacht. Und es wurde eben über die Perspektiven dieser Zusammenarbeit diskutiert und natürlich die Interaktion und die Durchführung des Ganzes. Und ja, das war's jetzt im Großen und Ganzen in diesem Jahr. Es ist viel passiert, wenn man nur berücksichtigt, das erste Halbjahr war relativ wenig, aber im zweiten Halbjahr war extrem viel. Also wenn ich so sehe, ich habe persönlich fast alles miterleben dürfen, außer dem Ökofest, von den großen Highlights. Ich bin hier, ja, am Ende. Wir sehen es hier, wir haben Jahresende, wir haben bald den 31. Ich wünsche allen hier einen guten Rutsch ins Jahr 2017. Es wird mit Sicherheit ein Riesen Ja werden im Bereich von Skyway, im Bereich von uns, für uns, die dabei sind. Wir werden sicherlich wieder einiges erleben dürfen. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen dann bei der einen oder anderen Präsentation oder spätestens dann April oder Mai, je nachdem, wann es stattfindet, in Minsk. Wir haben auch die Idee, oder den Ja, Maslow hat den Wunsch geäußert, dass wir so ein internationales Forum im deutschsprachigen Bereich, wir haben ins Auge gefasst, vielleicht im Umfeld in München, ob wir sowas vielleicht mal veranstalten. Ihr könnt euch ja dazu äußern, ob Interesse wäre. Bei diesem internationalen Forum kann jeder dabei sein, der es möchte. Ja. Ich persönlich tendiere schon dazu, das Ganze zu organisieren, wenn es irgendwie möglich ist. Vom Kostenfaktor, es wird sehr viel Arbeit werden für die Beteiligten und für Unterstützung sind wir hier immer dankbar. Wenn Interesse ist, wie gesagt, also ich persönlich würde es befürworten. Ansonsten, wie gesagt, einen guten Rutsch. Ich bin morgen noch erreichbar, übermorgen, ja. Nehme ich mir dann wieder 2, 3 Tage frei und danach wieder in alter Frische. Einen wunderschönen guten Abend noch und tschüss.